Der Abend heißt Waldesruh, ein Zeltlager ohne Bäume mit Morten Feldmann. Und ja, es geht eigentlich darum, dass man im imaginären Wald sich befindet. Wir sind aber in einem Theaterraum, insofern sind die Bäume abwesend, aber wir werden die Bäume reinholen. Vor allem kommt die Natur durch die Musik zu uns. Wir haben mit verschiedenen Forschern gesprochen und Wissenschaftlern über den aktuellen Zustand des Waldes und auch die aktuelle Forschung. Mittlerweile weiß man ja viel mehr über Bäume. Und da die Fichte so flach wurzelt, ist Trockenstress für die Fichte wirklich ein großes Problem. Viele Wälder, die jetzt so sind, wie sie sind ja nicht naturgewachsen, sondern ein Forst, also von uns Menschen gemacht, können eben mit dem Klimawandel sehr schlecht umgehen und sterben deswegen in großen Massen ab. Gerade die Monokulturen, gerade die Fichten, hat es sehr hart getroffen. Die Buche hingegen kann tiefer wurzeln und so auch das Wasser in den tieferen Regionen erreichen. Bei Trockenstress ein großer Vorteil. Sie können miteinander kommunizieren über ihre Wurzeln und mit Hilfe vor allem des Pilznetzwerkes, sodass sie sich austauschen können, was sehr gut ist, weil ein Baum kann sich nicht bewegen, ist also standhaft und braucht die Hilfe von Pilzen, um auch an Nährstoffe zu kommen. Die neueste Forschung beschäftigt sich aber auch damit, dass sie wirklich Informationen austauschen können. Ja, wir fallen dann mit dem ganzen Publikum in die Nacht rein, nachdem wir sehr viel erfahren haben, und legen uns dort zur Ruhe und hören dann ein Stück von Morten Feldmann, Triadic Memories. Und man ist in einem Moment und es gibt viele kleine Verbindungen, Vernetzungen, und das hat mich einfach sehr an diese ganze Kommunikation im Boden, wo wir eben wahnsinnig wenig drüber wissen, weil wir es nicht sehen, erinnert. Und insofern ist das für mich dieser Zustand, in den man kommen kann.